fliegende Fische in der Ostsee? Was für eine bekloppte Fragestellung. Aber wenn du das Video weiterschaust, wirst du spätestens in einer Viertelstunde wissen, was ich meine. Dritter Teil meines Reiseberichts zur Smålands Wasserfahrt. In dieser Folge geht es von der Insel Öme kommend in die dänische Südsee. Die Bidevind kreuzt den großen Belt und nimmt Kurs auf die Insel Fyn. Um in die Ostsee zu gelangen, gibt es im Prinzip nur zwei Wege. Entweder der Nord-Ostsee-Kanal und dann über Kiel weiter, oder aber man kommt über Skagerrak und Kattegat und dann in den großen Belt. Vor der Insel Öme geht der große Belt in den Langelandsbelt über und ich muss einen Hauptfahrwasserweg kreuzen. Ein sogenanntes enges Fahrwasser im Sinne der Kollisionsverhütungsregeln. Ich bin gehalten, dieses Fahrwasser im rechten Winkel zu kreuzen und dann sofort zu verlassen oder eben auch als Längsfahrer mich anhand des grünen Tonnenstrichs der Steuerbordtonnen weiter zu bewegen. Große Pötte waren nicht unterwegs, sodass die Querung unspektakulär war. Bei strahlendem Sonnenschein und günstigem Segelwind konnte ich Kurs auf die Nordspitze von Langeland absetzen. Wir wollten von der Insel Öme nach Lundeburg auf Fyn. Eine kurze Distanz von 15 Seemeilen, locker in 3 Stunden zu bewerkstelligen. Obwohl ich in einem Seitenarm des großen Belts zwischen Langeland und Fyn segelte, musste ich doch umsichtig navigieren. Es gab hier zwar keine großen Pötte mehr, aber genau in der Mitte zwischen den beiden Inseln war eine Sandbank mit einem langgezogenen Riff und ich musste die mit Bojen markierte Durchfahrt zwischen den Häfen Lohals auf Langeland und Lundeburg auf Fyn erst finden. Nun gut, das war nicht allzu schwierig. Sobald ich Lohals quer ab hatte, legte ich ruderhart Steuerbord und konnte direkt auf Lundeburg zuhalten. Zumal auch alle anderen Schiffe in gleicher Richtung fuhren. Auf halber Strecke zwischen Lohals und Lundeburg schlief dann der Wind ein und die Bidevind trieb nur noch in der Strömung. Die Dieselfock musste ran. Und es dauerte nicht lange, denn hatte Regina auch ihren Lieblingsplatz auf dem Vordeck gefunden, denn die Sonne begann brütend heiß zu scheinen und die Kühlung tat gut. In den kleinen Hafen von Lundeburg war ich schon mehrfach eingelaufen und ich wusste, dass ich vorne am Steg direkt einen freien Platz für die Bidevind finden würde. Doch aufgepasst auf die Slipanlage. Ich setzte doch tatsächlich kurz auf, kleine Schrecksekunde Rückwärtsgang rein, so ein Langkieler kann viel ab. Nach dem Anlegen schauten wir uns die Schiffe im Hafen an. Aber es herrschte kein Windzug und die Sonne brannte vom Himmel, sodass wir uns entschlossen, baden zu gehen. Schwimmen war eine willkommene Abkühlung. Anschließend gingen wir zu dem Fischrestaurant direkt am Hafen und bestellten uns einen Tisch. Das Buffet ist abends recht überlaufen, weil es so lecker ist. Etwas Kultur darf natürlich auch nicht fehlen. Im Packhaus direkt am Hafen sind Ausstellungen von dänischen Künstlern, die man erwerben kann.
Nach dem leckeren Abendessen spielte ich auf dem Vordeck der Biedewind noch etwas Gitarre. Und viele Leute gesellten sich am Steg dazu und es gab eine Flasche Wein und es kam noch ein weiteres Pärchen, das ebenfalls Gitarre spielte und es wurde ein lustiger Abend, den wir beim Schein der Petroleumlampe ausklingen ließen. Wir beobachteten noch weitere Schiffe, die reinkamen, aber wollten dann zeitig zu Bett, da wir am nächsten Morgen weiterfahren wollten. Um 9:30 verließen wir Lundeburg und segelten Richtung Süden. Wir hatten Nordwestwind, 2 bis 3 Beaufort und konnten Raumschutz segeln. Die Schönwetterphase ging zu Ende und im Laufe des Tages frischte der Wind auf 5 Windstärken aus West auf. Das war zwar ungünstig, um nach Svendborg hineinzukreuzen, aber ich hatte ohnehin vor, sobald ich das Svendborg-Fahrwasser erreicht hatte, unter Maschine zu laufen. Das Fahrwasser nach Svendborg wurde eingegrenzt durch die beiden Inseln Tessinge und Thyrö, die Svendborg vorgelagert waren. Bei dem nun vorherrschenden Wind von 5 Beaufort aus West war es günstiger, unter Maschine zu laufen und stattdessen die schöne Aussicht zu genießen. Links und rechts der Biedewind waren tolle Anwesen zu bewundern, direkt am Ufer gegründet, mit zahlreichen privaten Bootsanlegestellen und Marinas, soweit das Auge reichte. Die Dänen waren echt zu beneiden. Entlang des gut betonten Fahrwassers ging es zügig voran. Trotz des frischen Windes gab es kaum Wellen, da von allen Seiten Landabdeckung herrschte. Nach kurzer Zeit kam die Silhouette von Svendborg in Sicht. Svendborg ist eine alte Seefahrerstadt, was angesichts der geschützten Lage nicht weiter verwundert. Anfang des 19. Jahrhunderts wurde hier im großen Maßstab Schiffsbau betrieben. Zunächst wurden Holzschiffe, später dann auch Stahlschiffe gebaut, wovon auch die Silhouette jetzt noch zeugt. Die Svendborg-Brücke verbindet Fyn mit der Insel Tessinge, von wo aus die Straße über eine weitere Brücke nach Rydköping auf Langeland geht. Obwohl in den Sommermonaten durch schwimmende Pontons zusätzliche Liegeplätze geschaffen werden, ist es doch meistens in Svendborg in der Hauptsaison sehr voll. Und so musste ich mehrere Runden drehen, bis ich einen Liegeplatz in einem Päckchen fand. Los geht's, die Stadt zu erkunden. Aber zunächst Hafenpänge bezahlen und in der Fischhandlung
warme Scholle bestellen. Wartezeit 1,5 bis 2 Stunden. Kommt mir irgendwie bekannt vor. Dem Yachthafen gegenüber befinden sich noch viele der ehemaligen Werften. Doch die alte Werftinsel Friedrichsöhn hat sich mächtig gemausert. Sie wurde touristisch erschlossen und zahlreiche Lokalitäten laden zum Verweilen ein. Von hier aus hat man einen herrlichen Ausblick auf den Hafen und die Altstadt. Nicht versäumen sollte man einen Besuch des Museumshafens. Viele alte, gut erhaltene Traditionssegler sind hier zu finden. Und es kommen auch immer noch neue hinzu, um sich im Winterlager in den alten Werften überholen zu lassen. Schaut man sich diese herrliche Hafenkulisse an, dann wird klar, warum Svendborg so gerne angelaufen wird. Sowohl von Charterjachten als auch von alten Traditionsseglern. Ein Spaziergang durch die historische Altstadt von Svendborg rundete unsere kleine Exkursion ab. Auf dem Marktplatz vor der Kirche war eine Großbaustelle, sodass ich das Videomaterial nicht verwenden konnte. Und wir beschlossen, wieder zum Hafen zu gehen und den Nachmittag bei einem Bier ausklingen zu lassen. Wir lagen inzwischen in 3er-, 4er- und 5er Päckchen an der Kaimauer. Und am nächsten Morgen mussten wir erst einmal warten, bis sich das Gewusel aufgelöst hatte, um unsere Fahrt von Svendborg nach Ereshköpig fortsetzen zu können. Abends war die Kaltfront durchgezogen und am nächsten Morgen war es relativ ungemütlich. Der Wind wehte mit 5 Beaufort aus West, sodass ich unter Maschine gegen Wind und Welle aus dem Svendborg-Sund hinaus motoren musste. Richtung Westen sollte es unter der Brücke hindurch durch den Svendborg-Sund in die sogenannte dänische Südsee gehen. Der Name Svendborg leitet sich von den Wörtern Schweine und Borg ab. Vermutlich wegen der zahlreichen Schweinswale, die es hier im Sund gibt. Die kleine Maschine der Widewind hatte Mühe gegen Wind und die kleinen, aber fiesen Wellen gingen an zum Motor. Den entgegenkommenden Seglern mit achterlichem Wind ging es da schon wesentlich besser. Eine mir entgegenkommende Wasserfontäne erregte meine Aufmerksamkeit. Sollte das ein Jetski sein? Nein. Das war ein Fisch, ein fliegender Fisch. Der war allerdings riesig. Um kleine Schweinswale konnte sich das nicht handeln. Das war ein ausgewachsener Delfin. Viel zu schnell sprang er an der Biedewind vorbei. So schnell konnte man gar nicht die Kameras klar machen. Zum Glück gelang es auch Regina, einige Aufnahmen von dem Delfin zu machen. Zwar sind diese alle wegen des Seegangs reichlich verwackelt, aber dennoch beeindruckend. Und weil das alles so überraschend und schnell ging, jetzt das Ganze nochmal vergrößert und in Zeitlupe. Für die dadurch entstehende schlechte Bildqualität entschuldige ich mich. Ach und ja, ein Delfin ist natürlich kein fliegender Fisch, sondern ein Säugetier.
diskutierten, woher dieses merkwürdige Verhalten des Delfins wohl kommen mag. Ich vermutete, dass es eine geschickte Fangtechnik war, um durch die Wasserfontänen Heringsschwärme vor sich herzutreiben. Regina meinte, der ist aus irgendeiner Militärbasis ausgebüxt und freut sich jetzt seines Lebens. Auf jeden Fall war das pure Lebensfreude und Energie. In dem engen Sund steilten sich die Wellen unangenehm auf und die Biedewind war ordentlich am Schaukeln. Ich hoffte, den Sund bald zu verlassen, die Maschine ausmachen und Segel setzen zu können, um das Boot in der unruhigen See zu beruhigen. Unter Segeln ging es jetzt wesentlich besser als unter Maschine. Dennoch musste ich höllisch aufpassen, denn zwischen den kleinen Inseln Drejö, Hörtjö und Skarö verlief nur eine ganz schmale Fahrrinne. Und ich musste ordentlich schnippeln, um sie zu erwischen. Musste ich mir die enge Fahrrinne teilen, sondern uns kam auch noch ein schöner Traditionssegler entgegen, der nach Svendborg wollte. Ich liebe dieses Segelrevier, gerade wegen dieser alten Traditionsschiffe. Die See war erreicht. Der Wind hatte auf 5 bis 6 Beaufort aufgefrischt und munter ging es voran. Schnell kam Eresköping in Sicht und ich suchte die Landabdeckung von Öre, um das Boot nicht in der rollenden See klar machen zu müssen. Auf dem Video ist das ja meistens nicht so zu erkennen, aber die Wellen kamen uns über die freie Ostsee ungehindert entgegen. Steht beim Skipper der Bart quer, dann weiß der Captain, es weht gar sehr. Die Marina war überfüllt und die Biedewind fand dort keinen Platz. So legten wir im Päckchen an im alten Fischereihafen von Eresköping. Wir speisten in einer Hafenkneipe und dann ging es los auf Sightseeing-Tour. Eresköping ist eine der malerischsten Städte Dänemarks. Ich fühle mich sofort zurückversetzt in die Zeit von Hans Christian Andersen. Direkt am Stadtpark beim Hafen war eine kleine Kirmes aufgebaut, auf der es abends auch Live-Musik gab. Wir bevorzugten allerdings den Platz auf der Biedewind und beobachteten die hinein- und hinausfahrenden Schiffe, bevor es am nächsten Tag weitergehen sollte.
Es sollte von Eresköpig nach Marstal gehen, einer kurzen Distanz von vielleicht 12 Seemeilen, die auch nur deshalb zustande kam, weil man nicht auf direkten Wege dorthin segeln konnte, sondern man musste einige Flachs und Riffs entlang einiger Inseln umrunden. Und wieder kam uns ein wunderschöner Traditionssegler entgegen, der mühsam unter Maschine gegen Wind und Welle gegen ankämpfte, während wir es bequemer hatten und mit rauem Wind Richtung Marstal segelten. Manchmal werde ich gefragt, warum machst du diese Videos? Die sind doch stinklangweilig. Man sieht immer nur das Boot, wie es durch die Wellen flücht. Aber für mich ist das Entspannung pur. Und apropos Langeweile, es gibt im Fernsehen so viel Krieg, Erdbeben, Mord und Totschlag. Nein, ich brauche keine Aufregung auf dem Schiff. Ich bin froh, wenn nichts passiert. Die dänische Südsee ist ein herrliches Segelrevier, gerade für Familien mit Kindern und Anfänger. Überall sind Häfen schnell in Sicht und zu erreichen. Aber man muss gut aufpassen und nach Karte navigieren, da es zahlreiche Flachs und Untiefen gibt. Nach nur 2 Stunden erreichten wir Marstal und das letzte Stück motorte ich unter Maschine in den Hafen hinein. Ebenso wie Svendborg und Eresköping ist auch Marstal in den Sommermonaten meist sehr überfüllt. Aber ich hatte Glück, direkt hinter der Bootswerft war eine neue Marina entstanden und ich fand dort einen freien Liegeplatz zusammen mit 2 anderen Windös. Im Hafen trafen wir Andreas, der Diesel bunkerte, um mit seiner neu restaurierten Windy 40 überzusetzen in die Kieler Förde. Wir hätten fast ein Windy-Treffen auf Erwin machen können. Nach einer kleinen Stärkung mit klassischen dänischen Hotdogs ging es weiter, den Hafen zu erkunden. Marstal hat eine sehr langgezogene moderne Marina mit dem längsten Grillplatz Dänemarks. Aber es gibt auch klassische schön restaurierte Yachten und einige Schiffe, die das wohl noch vor sich haben und lenzen müssen, um nicht unterzugehen. Auf dem Gelände der alten Schiffswerft fand ein Konzert statt und wir schlabberten dort ein Bier, bevor es zum eigentlichen Aussichtspunkt in Marstal ging. Aber einige Angst. Direkt an der Hafeneinfahrt auf der Mole befindet sich das Restaurant Frau Buchs. Hier musst du einkehren. Es gibt ziemlich teures Essen, aber man kann sich auch einfach nur hinsetzen und ein Bier trinken. Alle Schiffe, die in die dänische Südsee wollen, laufen in Marstal ein. Und insbesondere die alten Traditionssegler machen direkt vor Frau Buchs fest.
Hafenkino von Feinsten. Wie komme ich auf die Behauptung, alle Schiffe müssen nach Marstal, wenn sie in die dänische Südsee wollen? Von der Ostsee kommend liegt vor der dänischen Südsee die Sandbank Langholm. Die einzige Zufahrt zur Südsee ist die enge Fahrrinne von Marstal, sodass man erst in den Hafen hinein und auf der anderen Seite wieder hinaus muss. Aber wer fährt schon in einem Ritt durch? Aus den Hafen raus wollten auch wir am nächsten Morgen. Es war bis mittags um 12 eine leichte Brise aus Südwest angesagt. Die wollte ich ausnutzen für die Überfahrt nach Fehmarn. So machten wir früh um 5 Kaffee und liefen um 6 aus Marstal aus. Verabschiedet von einigen Schweinswalen. Setzte ich nahe der Ansteuerungstonne Marstal Segel und bei einer leichten Brise ging's los Richtung Bagenkop. Dann geht's von Marstal zurück nach Fehmarn. Haben so 10 Knoten Wind, gerade ausreichend, um Segel zu setzen und dass die Windpilot läuft. Jo, machen jetzt 5,5 Knoten Fahrt, reicht also dicke aus, um, wenn der Wind so bleibt und nicht einschläft, wie angesagt, 5,5 bis 6 Stunden auf der anderen Seite auf Fehmarn zu sein. Jetzt sind erstmal tolle Segelbedingungen, sind 7 Uhr durch. Spitze Langeland ist schon in Sicht. Perfektes Wetter für die Überfahrt. Keine Welle. Drei Windstärken. Bei strahlendem Sonnenschein und leichtem Segelwind glitt die Biedewind entlang der Westküste von Langeland, Kurs auf Fehmarn. Und auch auf die Gefahr hin, dass ich mich wiederhole, sage ich es noch einmal. Manchmal werde ich gefragt, warum machst du diese Videos? Die sind doch stinklangweilig. Man sieht immer nur das Boot, wie es durch die Wellen flücht. Aber für mich ist das Entspannung pur. Und apropos Langeweile, es gibt im Fernsehen so viel Krieg, Erdbeben, Mord und Totschlag. Nein, ich brauche keine Aufregung auf dem Schiff. Ich bin froh, wenn nichts passiert. Die Südspitze Langelands lag hinter uns, jetzt ging es Kurs Südost hinaus auf die freie Ostsee zu auf den Kiel-Ostseeweg.
Der Kiel-Ostseeweg ist die Schifffahrtsroute, den die Schiffe wählen, die den Nordostseekanal passieren. Er ist schon vom Weiten aus zu machen, denn die Schiffe reihen sich wie an einer Perlenschnur aus, am Horizont klar zu erkennen. Sie folgen den Fahrwassermittentonnen, mit denen er gekennzeichnet ist. Die Schiffe selber haben keine Vorfahrt vor uns querenden Seglern, aber es gilt die Regel: Stahl vor Plastik. Wer wird schon so einen großen Tanker zum Ausweichen zwingen wollen? Auf Höhe des Kiel-Ostseewegs war Fehmarn mit seinen großen Windenergieanlagen deutlich auszumachen. Unser Ziel lag in Reichweite. Der Wind drehte langsam auf Süd, aber zum Glück ging ihm noch nicht die Puste aus, sodass wir unter Segeln bis kurz vor Fehmarn kamen. So, klasse! Fehmarn direkt voraus. 26 Seemeilen sind wir gesegelt. Es hat der Wind auf Süd gedreht, aber wir sind auch kurz davor einzulaufen. Wind hat auch abgeflaut. Hat jetzt nur noch 2 bevor. Vorher konnten wir schön und 4 bevor segeln. Ja, jetzt die letzten, was mögen das sein? 8 Seemeilen mache ich halt mit Maschine. Autopilot ist an. Ich kann hier schön auf dem Deck liegen. Das tolle Wetter genießen. Ja, und dann ist leider der Urlaub zu Ende. Aber war cool. Einmal rund Lolland, Langeland und dann über Svendborg nach Ærø. Wunderschöne Tour gewesen. Alles gehabt, Flaute, Starkwind, Maläschen mit der Maschine. Ja, rundum ein guter Urlaub gewesen. Und Regina hat es auch gut überstanden, hat ihre Feuerprobe sozusagen überlebt, Seebeine bekommen. So soll's sein. Wunderbar. Ende gut, alles gut. Leuchtturmflücke und die Fehmarnsundbrücke kamen in Sicht. Der Kreis hatte sich geschlossen. 10 Tage zuvor waren wir aus Ort ausgelaufen, nun kehrten wir heim. Gesamtdistanz 190 Seemeilen. Nichts Spektakuläres, aber ein toller Einstieg für Regina, die sich auf weitere Segelabenteuer schon freut. Aber bevor weitere Segelabenteuer kommen, geht es erstmal wieder in Reginas Imbiss ins Kap Ort. Und unser kleines Segelabenteuer wird mit reichlich Bier, Schnaps und guter Live-Musik gefeiert. Sollte ich dir mit meinem kleinen Reisebericht eine Freude bereitet haben, so schenke mir ein Like und abonniere meinen Kanal. Dann verpasst du keins der zukünftigen Abenteuer der Biedewind. Es soll mal wieder nach Schweden gehen und auch die Frage, was hat denn Ort mit Schwanitz zu tun, muss noch beantwortet werden.